Yo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge LS Madness Returns. Und ja, eine Woche ist wieder vergangen seit der letzten Folge und wir befinden uns immer noch hier in dieser, keine Ahnung, welche Gegend das hier so darstellen soll. Auf jeden Fall ist es ziemlich düster und ziemlich abgefahren auch. Aber um jetzt mal mehr rauszufinden, was hier eigentlich genauer abgeht, würde ich sagen, fangen wir direkt an. Und ja, gucken mal, was uns erwarten wird. Auf jeden Fall ist die Musik auch schon wieder ziemlich serious und ich habe gerade was im Hals. Nee, oh, da ist er zu. Oh, what the fuck? Okay. Mein Vater hätte nicht gewollt, dass ihr weint, Mädchen. Er hatte ein langes Leben. Und wie der Dichter sagt, wie bei einem Uhrwerk müde vom Verzehren der Zeit, standen die Räder beschwerlichen Lebens schließlich still. Wir sind beim Zug. Das finde ich gerade irgendwie ziemlich abgefahren. Weil der Zug, finde ich, ziemlich geil aussieht. Was das hier für ein Gebäude ist, weiß ich auch gerade nicht. Auf jeden Fall müssen wir da rein. Okay. Oh, Alter. Alter. What the fuck? Vor ein paar Folgen haben wir noch mit den Typen gesprochen, ne? Jetzt werden sie hier irgendwie in Massenproduktion hergestellt oder was hier abgeht. Ich weiß es nicht genau. Boah, aber krass, Alter. Ne, den wollte ich eigentlich nicht animieren hier. Bye bye. So. Oh, ernsthaft, ey, was geht hier? Was ist das? Ach du Scheiße. Okay. Ich höre noch ein Vieh. Das ist halt jetzt unten. Das haben wir nicht ganz umgebracht. Das ist irgendwie nur runtergefallen. Jetzt ist es da. Fuck off. So. Und da hängt auch ein Baby drin. Auch wenn es alles nur Puppen sind. Ist ja schön und gut, aber es sind trotzdem Kinderpuppen irgendwie. Und irgendwie ist es halt einfach krank. Ich finde, es ist irgendwie sogar noch kranker mit Puppen als mit jetzt so Ingame-Menschen, sage ich mal. Puppen noch so ein gewisses Bild von Horror einfach wiedergeben. Alter. Ich bin mal gespannt, wo wir jetzt hier so genau hinlaufen eigentlich. Ich bin kein Spielzeug. Er verlangte Dinge von mir, die ich nicht tun wollte. Ja, das war eine perverse Erinnerung, würde ich meinen. Spielzeug. Dinge, die Alice nicht tun wollte. Ja. Ich weiß ja nicht, was das so zu bedeuten hat jetzt. Ich muss auf jeden Fall mal trotz mein Headset ein Stück leiser machen. Relativ laut. So, wofür man die Beißerchen jetzt allerdings noch brauchen, weiß ich nicht, aber hoho. Aber wir sammeln einfach mal die auf dem Weg liegen noch ein. Hallo, Herr Doktor. Bin ich nicht der erbärmlichste und selbstsüchtigste Unglücksrabe unter der Sonne? Nichts ahnend lebe ich in einer Ausbildungsstätte für Prostituierte. Mein Mentor ist ein widerlicher Zuhälter. Ich wurde zum Komplizen des Mörders meiner Schwester und meiner Eltern, weil er meinen Geist zerstört hat. Ich suchte Linderung von meinen Schmerzen und sie hielt mich von der Wahrheit fern. Du hattest es fast geschafft, hast dich beinahe von deinen Ängsten befreit. Du hättest geheilt werden können. Und vergessen. Die Erinnerung an meine Familie aufgeben?
Sie sind tot. Das solltest du auch sagen. Du missratene, grässliche Kreatur. Mörder. Du blutsaugender Parasit. Der Schaden, den du Kindern zufügst. Der Missbrauch. Ich biete nur gewisse Dienste an. In der großen, bösen Stadt gilt es, die verschiedensten Gelüste zu befriedigen. Meine Familie. Mein Geist. Der infernalische Zug. Der Zug ist deine Erfindung, deine Verteidigung. Ich lege nur den Fahrplan und die Reiseroute fest. Der Zug rollt heran mit glänzenden Wagen, mit weichen Sitzen und funkelnden Narben. Still, meine Kleinen, Angst ist unangebracht. Der Mann im Mond hat dies Wunder erdacht. Ich werde ihn aufhalten, und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Was du wünschst, soll geschehen. Alter, nee. Du bist verloren. Und wo dein Körper ist, wird auch dein Geist hingelangen. Vielleicht ist er schon da. Boah, was geht ab hier bei dem Spiel? Boah, da muss ich irgendwie die Tage, oder halt nach der Aufnahme, meine Erfahrung bringen, was für Spiele die Entwickler noch gemacht haben, ob die alle so krank sind. Alter, das geht ja mal gar nicht. Okay, jetzt sind wir in Alice ihren Geist. Wenn mich das jetzt nicht alles täuscht hier. Wir gucken uns einfach mal um. Ey, alter Fritz, was ging denn da gerade schon wieder ab? Boah. Also die Sequenzen in letzter Zeit, ey, die flashen mich richtig, muss ich sagen. Hier ist überall die 8. Ich weiß auch nicht, was die... Ah ne, hier ist nicht überall die 8. Dachte jetzt nur, weil in den letzten paar Folgen irgendwie die 8 auch immer mal aufgetaucht ist. Ich dachte, vielleicht hat die irgendwas zu sagen, aber die 11 auch und die 9. Na gut, da ist auch die 2, okay. Das irgendwas müssen die Zahlen ja zu sagen haben. Okay, hier muss man anscheinend runter. Das ist so krank, ey, ohne Spaß, ey. Hier würde ich verstehen, dass das Spiel ab 18 ist, ne? Sonst ja eher weniger, zumindest bei den meisten, aber hier würde ich es verstehen, aber es ist, glaube ich, nicht mal ab 18. Die sind die suppende Wunde der Verdorbenheit. Kinder, die ihren Namen um den Hals tragen, als wären sie nichts weiter als ein Stück Vieh. Eine Proklamation ihres Stammbaums könntest du auch brauchen. Sie sind stolz auf ihre Herkunft. Sie Unmensch! Die Kinder wissen doch gar nicht mehr, wer sie sind und woher sie kommen. Wie viele Psychen haben sie bis zum totalen Vergessen verdreht? Nicht genug. Deine wäre ein Triumph gewesen. Obwohl, du bist ein geistesgestörtes Wrack. Die Frucht meiner Arbeit. Ja, das kann einen schon leid tun irgendwie. Hier wurde ihr Leben einfach quasi komplett zerstört. Das hat einfach nur, weil sie in so einer gestörten Welt lebt oder halt Umgebung aufgewachsen ist. Krass. Mich hat eigentlich niemand was getan. So, infernalischer Zug. Sind wir tatsächlich auf dem Zug. Das hätte ich mir ja niemals denken lassen. Ja, krass. Boah, mir ist irgendwie gerade voll schwindelig geworden, als ich auch... Hutmacher, ich muss den infernalischen Zug stoppen und das Böse, was ihn antreibt. Er chillt hier drin. Ein wenig selbst fixiert das Fräulein. Wie? Erst die Suche voller Furcht und Fragmenterinnerungen. Jetzt ist es der Zug. Nie Zeit für den Tee. Während dein Gehirn Urlaub macht, gehen wir unter. Nun dürfen Verrückte wie wir endlich in einer Teekanne in die Hölle fahren. Man darf aber nicht vergessen, was die eigenen Sinne gesehen haben. Vergessen ist einfach vergessen. Es sei denn, das ist es nicht. Dann heißt es an. Ich würde gern vergessen, was du getan hast. Ich hab's versucht. Sie haben mich benutzt und missbraucht, aber zerstören können sie mich nicht. Nicht? Es ist nicht mehr zu ändern. Die alte Alice und ihre Wunderlandzuflucht sind vernichtet. Du kannst nicht mal erkennen, was geschehen ist. Und du bist machtlos, kannst es weder ändern noch gegen mich vorgehen. Dafür habe ich gesorgt. Holst du dir nun deine Strafe ab?
Ich weiß, ich trage eine gewisse Schuld, aber Bestrafung ist nie den Opfern des Verbrechens dienlich. Missbrauch ist ein Verbrechen der Starken an den Schwachen. Du hast recht, die Täter werden nie genug bestraft für den Schaden, den sie anrichten. Wer Zeuge von Missbrauch wird und den Opfern nicht beisteht, zahlt eine Strafe. Dein Schmerz mildert dein Vergehen, nicht früher eingegriffen zu haben. Aber vielleicht hast du noch nicht genug bezahlt für den Schmerz der anderen. Ich sag dazu jetzt einfach mal gar nichts. Ich kann dazu auch gerade nichts mehr sagen. Relativ sprachlos gerade. Und eine Sequenz nach der anderen, die sind alle irgendwie ziemlich flashend, zerstörend. Sie haben mein Gedächtnis verdorben, aber nicht geschafft, mich vergessen zu lassen. Ich hätte was Leckeres aus dir gemacht. Die Kunden lechzen nach einem Stück von einer rasenden, wahnhaften Schönheit, ohne Alter. Erinnerung an Vergangenes oder Sinn für die Zukunft. Aber du musstest dich an deine Fantasien klammern. Du bist verrückt. Wie deine Schwester. Sprechen Sie nicht von ihr. Sie kennen sie nicht. Deine Schwester hat gern gespielt, tat, als verachte sie mich. Sie hat bekommen, was sie wollte. Am Ende. Meine Lizzie, was ist das Ziel dieses Zugs? Wahnsinn und Zerstörung. Du solltest keine Fragen stellen. Ihren Antworten, du kennst, das ist nicht höflich. Und das Geräusch, Lizzie, wie sie im Schlaf wünscht. Oh, nein! Arme Lizzie! Und es gibt keine Zentauren in Oxford. Lass dein Überleben einen Sinn haben, sonst sind wir alle verloren! Jetzt geht's ins Fahrerhaus, oder wie? Okay. Was ist das auf ein riesiger Zug, Alter? Mega geil. Nee, what the fuck? Was? Für die Vergangenheit muss man zahlen. Oh. Ich habe keine Ahnung, wie ich das anstellen soll. Das Ding zu besiegen. Alter, der macht Damage. Haut ordentlich rein. Ey Leute, ich hab echt keinen Plan gerade. Darf ich jetzt nicht so richtig, aber... Shit. Auf jeden Fall kann ich so keinen Schaden. Jetzt. So, jetzt kannst du fressen, du alte Scheißhand.
mir leid, dass ich gerade so ruhig bin, Leute, aber irgendwie... Erstens bin ich, wie gesagt, schon geflasht. Und zweitens muss ich mich auch irgendwie gerade etwas konzentrieren hier beim finalen Bosskampf. Boah, ich will nicht verrecken hier. Ja, echt nicht. Drop mal keine Herzen oder sowas. Oh meine Fresse, dass diese Maus auch nicht funktioniert, Mann. Ich wollte die ganze Zeit umswitchen, das ging nicht. Ja, tut mir leid jetzt. Er pisst dich, habe ich gesagt. Komm, Alter, gib ihr jetzt ohne Spaß. Noch eine Hand, ernsthaft? Nee, komm, ey. Ist doch nicht cool. Ey, ist die gerade schon abgekackt oder wie? Was? Oh, Alice, geh doch nicht dahinter! Alter, was ist das? Ey, Mann! Back die hier rum oder wie? Wow, 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 Alter, was? Ist sie behindert? Auatsch. Ja, Siggi. Ist einfach total krank. Hand. Scheiße. Auatsch. Ah, fuck. Da bin ich nicht mal sicher. Hä? Was geht denn steil? Ey, ich bin gleich tot, Junge. Richtig uncool. Komm, gib mir, bitte. Nein, verpiss dich. Oh nee. Ja, logisch. Holy shit. Boah, das ist gerade noch ein spannender Bosskampf, Leute. Ey, vielleicht etwas langweilig für euch. Aber danach wird es nochmal ordentlich geil werden, denke ich mal. Das hat gespeichert. Oh nee, was? Jetzt machen. Nee, du kriegst mich nicht. Nein, sie hat mich. Aua. Nee, geh weg. Ich will das nicht. Ich warte mal kurz ab auf dieses Hall. Alter.
so mega anstrengend. Es geht. Ja, Mann. Oh, endlich. Ich bin fertig. Ich bin fertig mit der Welt. Ich bring dich in den Knast und da wird dich irgend so ein tumber Schläger zu seinem Schatz machen und dann wirst du hängen. Wirklich? Eine hysterische Frau, Ex-Irre, brüllt unglaubliche Anschuldigungen gegen einen respektierten Sozialarchitekten und Wissenschaftler? Mein Gott, Alice, wem würdest du glauben? Ich kann es ja selbst kaum glauben. Du monströse Kreatur! Solche Bosheit wird bestraft! Von wem? Von was? Psychotische, blöde Kuh. Dein Wahnsinn wird bestraft werden. Jetzt geh. Ich erwarte deinen Ersatz. Alter, hab ich mich erschreckt. Sehr geil. Jawohl, Alice. Ich weiß auch nicht, was das Zeichen an ihrer Halskette bzw. auf ihrer Stirn, wenn sie diese Puppe ist, bedeutet. Ist das nicht ein griechischer Buchstabe? Ist das nicht welcher? Das Rho oder Omega oder so gesagt. Nee, Rho nicht. Omega vielleicht, ich weiß es nicht. Alter Schwede, sieht das geil aus. Alter Schwede, sieht das geil aus. Aber was geht gerade ab? Ich werde die Folge jetzt nicht beenden. Ist wahrscheinlich eh bald zu Ende hier. Ja, wir schreiten jetzt hier mal noch durch. Es wird halt eine echt lange letzte Folge werden. Aber es lohnt sich ja, ne? Alice, wir können nicht wieder heim. Keine große Überraschung. Nur wenige finden den Weg. Die meisten merken es nicht, wenn sie es tun. Illusionen sind hartnäckig. Nur Barbaren betrachten das Ertragen von Schmerz als Maßstab des eigenen Werts. Schmerz zu vergessen ist bequem. Ihn zu erinnern ist qualvoll. Aber für die Wahrheit lohnt sich das Leiden. Und unser Wunderland, obgleich beschädigt, ist in unserer Erinnerung sicher. Einstweilen. Das, Freunde, war es mit Alice Madness Returns. Ja, was ein Spiel, auf jeden Fall, kann man nur sagen. Ich habe es ja auch schon öfters während des Let's Plays erwähnt, dass mich das Spiel sehr, sehr anspricht. Auf der einen Seite durch seine Verrücktheit, durch dieses ganze Kranke und Psychische, was beim Spielen halt auch wirklich, also das Spiel geht beim Spielen wirklich ziemlich auf die Psyche, muss ich sagen. Wenn man da mal so ein paar Folgen macht, ist man danach schon ziemlich im Eimer. Also ja, das Spiel hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Zumal ich auch ein Fan von Alice Madness, ach, von generell Alice bin, Alice im Wunderland. Und ja, da hat mir die Version auch ziemlich zugesprochen. Ich kann es euch nur empfehlen, wer das jetzt mal ausprobieren möchte, das Spiel, wen das jetzt angesprochen hat. Den kann ich es echt empfehlen. Ist ein total geiles Spiel. Und ja, ich bedanke mich an alle Zuschauer, die mich durch das Let's Play begleitet haben, die auch neu dazugekommen sind. Ich habe gegen Ende gemerkt, sind es immer mehr Zuschauer bei den Folgen geworden. Großes Dankeschön an euch. Und wie es dann die Tage weitergeht, erzähle ich euch morgen oder übermorgen noch. Da werde ich noch ein Infovideo machen. Ich finde es schade, dass es zu Ende ist, aber es war sehr, sehr geil. Und ja, dann verabschiede ich mich an dieser Stelle. Die Credits sind ja eigentlich eh egal. Und
Haut rein. Ciao, ciao.